So, wie den da. So. Noch einer weg. Oh, das geht eigentlich ganz gut. Du bist einsam und verlassen. Deswegen töten wir dich und sammeln dein Häppchen auf. Genau, die da müssen wir gucken, dass wir sie schnell wie möglich loswerden. Die sind nämlich am nervigsten. Die Giftspucker, beziehungsweise Giftwolkenspucker. Wow. Ja. Komm ruhig her. Wow, das war ein schöner Hit. Das war nix. Du Mana-Trank. Die wollen wir ja auch langsam mal loswerden, die Kleinen. So, und jetzt müssten das fast nur noch normale hier sein. Also die eigentlich harmlose Sorte. So. Noch mehr zu essen. War zwar unnötig, aber... So. Du kannst das auch nicht tragen, aber du kannst das essen. So. Gut. Ist Ruhe. Ist Schicht im Schacht. Ein Sack. Oh ja. Feuerbomben. Du bist überlastet. Oh, du hast Steine. Warum hast du Steine? Leg die Steine mal weg. So. Du isst deinen Fisch. 6 Steine dürften reichen. Wenn nicht, dann holen wir uns einfach wieder welche. Munition. Und ich habe hier irgendwo einen... Oh, das ist auch nicht schlecht. Genau, hier habe ich einen roten Pilz vorhin beim Padisch wegrennen gesehen. Wer hat Hunger? Sie hat Hunger. Sie ist überladen. Jetzt auf einmal. Ich glaube, ich tue mal, wenn wir draußen sind, die Feuerbomben. Gleich sie mal... Ah ja, wenn ich eine weggebe... Gut. Hier kreucht und fleucht nichts mehr, nein. Gut. Erstmal Level up verteilen, würde ich sagen. Skills. Concentration. Energy Regeneration erhöhen. Nein, ich gebe jetzt mal... Ich würde sagen, erstmal auf Alchemie. So. Dann kannst du nämlich... Resurrection Potions brauen. Hey, hey, hey. Damit haben wir den Easy Mode getriggert. Sie sollte eigentlich Athletics steigern. Ja, sie sollte wirklich Athletics steigern. Mal 2 Punkte. Damit sie auch mehr tragen kann. So, ihr. Wield any light weapons, armor, accuracy, athletics, dass da mehr Schaden ist immer gut, und du, armor, so, das wird jetzt wahrscheinlich etwas doof werden, so. Du gibst Evasion Protection und so. Dann gibst du das mal alles an ihn hier ab. Die Kiste auch. Ja, es ist eher verlangsamt. Kann ich irgendwas an dich abgeben? Nein, wenn ich dir das gebe, bist du hier verlangsamt. Und das verlangsamt dich hier. Das verlangsamt dich nicht nur, das macht dich viel zu schwer. Okay, da müssen wir gucken, dass wir dringend ausmisten. Was trägst du eigentlich alles mit dir rum? Du brauchst dringend eine Stärke-Potion, nehme ich mal an.
Das ist auch zu viel für dich, zu viel für dich. Na gut, da müssen wir hier halt ein bisschen schleichen. Wir haben ja den Hub-Schlüssel. Damit kommen wir ganz schnell in den Hub. Legend of Killhaken. Rezept. Transmuter Potion. Klingt interessant. Was ist da nochmal drin? Nahrung. Okay. Das kann weg. Das kann mal kurz hier rein. Du kannst auch hier rein. So, wir haben mehr als genug. Wiff ist mit seinem Schiff verloren und seiner Crew verschwunden. Hat Killhaken es aufgegeben oder ist Killhaken damit zu Ende gegangen, ein Pilot zu sein? Allein hoffnungslos und total verloren hat er sein Leben fast an diesem Punkt beendet. Aber dann kam die Rage oder der Zorn und mit ihm ein neuer Grund für seine Existenz. Rache. Okay. Ja. Moment mal, du solltest eigentlich... So bist du total überladen. Nein, bringt alles nichts. Da ist Essen drin, da ist Essen drin. Bringt alles nichts. Und das Licht ist wieder ausgegangen. Gut. Ah, nee, es sieht so aus, als ob wir den Herders denn hinter uns haben. Dietriche nehmen wir gerne. Also ja, Dietriche, hatte mal die Sorge, dass uns irgendwann die Dietriche ausgehen könnten. Aber wir haben 7 Stück. Das ist... Oh, ein Pilz. Das ist vertretbar. So, raus aus... Nein, 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 nein. Nix da raus aus dem Hörderstand. Ich muss jetzt meine Bolzen wiederfinden. Oh, ist das noch was zu essen? Hat jemand gerade Hunger? Nö. Ja gut, jetzt ist der auch noch überlastet. Ist egal. Da ist noch ein Pilz. Jetzt muss ich aber meine Bolzen... Oh, ein Schädel. Ach, da ist auch der Bogen gelandet. Okay, noch ein Pilz. Ach, das ist jetzt richtig dämlich. Ich sehe meine Bolzen hier unten nämlich kaum. Ich weiß gar nicht, wo die gelandet sein könnten. Und ich hätte schon gerne meine beiden Bolzen, die ich noch vermisse, gerne wieder. Das ist ein leerer Sack. Sogar cool, dass er auch leer aussieht. Und ja, sorry, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier unten in dem Gewusel meine beiden Bolzen wiederfinde. Nein. Oh, noch mehr Mun. Munition für ihn. Nein. Da sind wir reingekommen. Da ist noch mehr Munition für ihn. Jetzt hat er 200. Ich habe mir auch mal Sorgen gemacht, dass die uns die Munition nie reichen könnte. Aber da er fast immer nur zaubert. Ich finde meine Bolzen. Ah, da. Gut. Gut, gut. So. Ja, wir sind komplett total überladen. Dann geht's jetzt erstmal wieder hier raus. Aus dem Herders denn. So.
darüber zum Hub. Dass wir uns mal kurz... Nee, halt, bevor wir den Hub gehen. Weil wir es können. Erstmal Tür zu machen. Ja, wir haben 5 Stück. Also werde ich, um den Bock mal endlich hinter mir zu lassen, hier eine neue Essenz formen. Genau, Essenz der Erde. Gut. Ja, Erde hatten wir schon. Irgendeiner hat hier doch gesagt. Genau, wir brauchen noch das 5. Element. Ja. Das war jetzt keine Schleichwerbung zum gleichnamigen Film. Trotzdem, es wird ein 5. Element geben. Und das müssen wir dann auch noch finden. Aber wir haben ja noch ein paar Gebiete, die offen sind. So, der Hub war hier drüben. Hier ist nichts, was uns gerade nervt. Hier ist nur wieder eine Mana-Pflanze aufgeploppt. So. Ja, nebenbei, wir haben auch immer noch das Ding mit den 4 Toten, mit den 4 Geistern. Ich habe mich ja größtenteils hier im Bock nochmal danach umgeguckt, außer auf der Teleporterinsel. Was sagst du uns eigentlich? Ach so. Sie sind mehr damit beschäftigt zu sehen, wer eintritt, als wer austritt. Damit waren aber nicht die Geister gemeint. Hey, hier sind 4 Statuen, oder? Da liegt eine, genau. Da, da. Ah, vielleicht ist hier gemeint. Grab mal kurz. Hey, cool, wir haben sogar jetzt eine Zeitanzeige. Tribal Buckler, den brauchen wir eigentlich zwar nicht, aber können wir trotzdem mitnehmen. Nein, können wir nicht, weil wir dann wieder gnadenlos überladen sind. So. Gut, das haben wir damit auch erledigt. Jetzt müssen wir bloß wieder da drüben hinkommen. Dann nehmen wir mal den Weg. So. Hier durch. Und dann können wir den Bock hinter uns lassen. Also ja, ich nehme mal an, die Steinfratze da hier am Anfang hat uns auf die 4 Köpfe hier hinweisen wollen. Weil die Fischmenschen sind ja erst aggressiv geworden, nachdem wir wieder gehen wollten. So, Hubkey. So, wir sind im Hub. Gott sei Dank. Okay, was lassen wir da? Auf jeden Fall mal die Karte. So, zack. Die Fontäne hatten wir auch schon. Das war auf dem Dings. Das waren die Spirits, also die Box Spirits. Die Picke behalte ich mal. Ja. Hiervon kann eigentlich alles weg. Der kann auch weg. So, jetzt bist schon mal du nicht mehr überladen. Feuerbomben würde ich gerne hier auch abladen. Das ist das Rezept für die Transmutation. Was immer das auch sein soll. So, das lade ich da ab. Den Stab lade ich auch mal da ab. So, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr überladen. Essen. Essen. Steine. Den Stab behalte ich mal. Der kommt mir doch etwas komisch vor. Okay, du bist wieder überladen. Die Element-Essenzen, die wiegen fast gar nichts. Und ja, ich hätte mir eigentlich lieber Säcke besorgen sollen, statt die schweren Holzkisten. Pfeil und Bogen kann ich auch mal hier lassen. Wir benutzen zurzeit ja eh die Armbrust. Oh, ich muss doch mal in den Bock zurück. Fällt mir gerade so auf.
Und den letzten Bolzen wiederfinden, wenn da noch einer liegt. Kannst du das noch tragen? Nein, kannst du nicht. Dann kommt das da mit rein. So, wir haben 8 Schädel.